Wird das in den USA nicht angekündigt, dass plötzlich die Autobahn zu Ende ist und ja, da kommt jetzt die Stadt? Ja, ich kann mir ja schon mal rechts einsortieren. Dann geht's jetzt gleich rechts weiter. Und die liebe Polizei. Ach, wie schön. Ich hab mich hier. Oh, wow. Warum sagt mir keiner, dass da jetzt, dass sie vor mir noch standen? Ich habe jetzt eher auf die Polizei geachtet und auf den Herrn dahinter. Wie cool ist dieses Spiel? So. Dann werden wir mal ein bisschen ausholen, damit wir auch vernünftig um diese wundertolle Ecke rumkommen. Und wir quälen uns erstmal schönartig hier den Berg hoch. So, 217 Meilen haben wir jetzt noch vor uns. Und wir sind bisher noch nicht geblitzt worden. Wie cool ist das denn? Wir sind noch nicht geblitzt worden. Und es geht auf 40 runter. Das heißt, wir fahren durch Sacramento. Okay, 35 bei der Baustelle. Okay. Und jetzt wird wieder auf 55 hochgestuft. Hä? Was? Okay, ja gut, was muss man wahrscheinlich nicht unbedingt verstehen, ne? Das muss man jetzt nicht unbedingt verstehen. Haben wir mal ein bisschen wieder spurtreu. Ich muss hier rüber. Danke. Oh, kriege ich die mit 55? Ja, natürlich kriege ich die mit 55. Oh, schon mal Blinker an. Und dann geht es weiter Richtung Reno. Es gab ja mal eine Serie, die nannte sich Reno 911. Das ging eigentlich wirklich, das ist eigentlich eine total bekloppte Serie eigentlich gewesen, weil da es ging ja eigentlich darum, dass es eine Dokumentation angeblich sein sollte über den Polizeialltag von Polizisten in Reno. Aber die haben so viel Scheiß gebaut, dass das schon wieder cool war. Wir haben so viel Scheiße, wirklich so viel Scheiße gebaut, dass das Spiel, dass die Einsätze schon wieder saugeil waren. So bin ich jetzt auch wieder, danke. Ich komme jetzt auch wieder auf 55 Meilen pro Stunde. Danke. Und wir sind Richtung Reno unterwegs. Wir haben nur noch 136 Meilen. Es geht los. Wir sind endlich auf US-amerikanischen Straßen unterwegs. Was ein Glück, was ein Glück, was ein Glück. Danke, SCS, dass ihr es heute schon veröffentlicht habt.
Danke, liebe SOS. Aha. Wirklich danke, 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 danke. Aber ich habe es gerade gesehen, das wird über Schilder angekündigt, dass das dann plötzlich von der Geschwindigkeit runtergeht. Ups. Und wir sind in Nevada. Gucken, wie das Achievement hier aussieht. Weil wir sind jetzt ja in drei Städten in Kalifornien gewesen. Und da gab es halt das Achievement California Dreaming für. Jetzt bin ich gespannt, wie es jetzt aussieht. Wenn wir jetzt gleich nach Reno reinkommen. Ich meine, 90 Meilen ist ja jetzt... Wow! Ey, wir können 80 fahren! Wir können 80 Meilen pro Stunde fahren! Und dann fahren wir die natürlich auch. Keine Frage. Ne? Keine Frage. Dann werden wir sie natürlich auch fahren. Von Route 80 werden wir natürlich auch 80 fahren. Sofern der LKW es hergibt. Aber ich habe da irgendwie so leise Zweifel dran. Dass der LKW das hergibt. Und vielleicht abwärts mit Rückenwind. Ach, wie gut. Geht ja abwärts. Gut. Was? Wegestation, Umleitungsdienst? Halten Sie vorne am LKW-Signal und aktivieren Sie das Zeichen für die Übermittlung der Überprüfung. Okay. Hä? Was? Okay. Halten Sie vorne am LKW-Signal und aktivieren Sie das Zeichen für die Überprüfung. Drücke zur Durchführung der Überprüfung Eingabe. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Und das Achievement, What's Your Amy? Okay. Okay, was war das hier? Das ist... Ist das notwendig gewesen? Ist das gut? Ist das in den Vereinigten Staaten Standard, dass das überprüft werden muss? Regelmäßig? Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Erster Aufenthalt in Reno. Und nein, es gibt kein Achievement dafür. Und tanken müssen wir nicht. Sieht alles noch alles im grünen Bereich aus. Und da kommt eine etwas engere Kurve, die will ich nicht mit 70 Meilen pro Stunde fahren. Nein. Ist nicht gerade die beste Idee, die man hat. Aber wir müssen noch geradeaus weiter nach Winnemucca. Okay, was ist Winnemucca? Lass mich reiten, eine Stadt in den USA. Aber hier könnte ich doch auch nach Reno fahren. Aber ich muss hier nicht hin. Okay, gut. Dann fahren wir erstmal noch weiter durch den bekannten Tunnel unter Reno. Er ist ja weltbekannt. Und zwar so weltbekannt, dass es keinen interessiert. Wahrscheinlich. 14 Meilen haben wir noch. Und warum bremst ihr alle? Weil da eine Ampel ist. Gut, wir müssen noch geradeaus weiter. Toll, ich stehe und die fahren wieder los. Ihr seid so witzig, ey, Manu. Aber wirklich, 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 wirklich wunderschöne Gegend hier. Live here, eat free. Bin dabei.
Alkoholfreies Essen hört sich immer gut an. Ja, ich lese gerne die Werbung. Lumberjack. Es gibt ja auch die Steel Timber Sports Sports Series, wo Holzfäller antreten in einem Wettbewerb. Das nennt sich Steel Timber Sports. Ah, jetzt fährst du auch über, okay. Was machst du hier? Was machst du hier? Wie normal, eine halbe Meile noch. Und diese Steel Timber Sports Series werden halt jedes Jahr ausgetragen, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Und soweit ich das weiß, auch in anderen Ländern. Aber da bitte mich nicht schlagen, ob das jetzt in anderen Ländern auch so ist, das weiß ich nicht. Aber das ist ein Sport, da freut man sich richtig drüber. Also vor allem Kettensägen, die da benutzen, die sind fett. Die haben da auch, was hatte der eine da gehabt? Der hatte als Kettensägen-Antriebsmotor einen Buick gehabt, also einen Buick-Motorblock. Also da denkt man sich auch, okay. Und das Schlimme ist, die können damit auch noch umgehen. Die können damit auch noch umgehen. Das ist so genial. Na gut, ich persönlich habe da ein etwas gespaltenes. Ich bin übrigens viel zu schnell. Ein etwas gespaltenes Verhältnis zur Kettensäge. So, ich muss sie, glaube ich, jetzt rechts, ne? Sofort wieder links drauf. So. Und, Entschuldigung, wir gehen wieder auf Nummer sicher. Okay. So, dann werden wir mal einfach hier um die Ecke fahren. Einfach um die Ecke fahren. So. Ich denke mal, das sollte schon ausreichen. Ja, falsch gedacht. Also ich denke mal, wir müssen jetzt wirklich nur noch rückwärts gerade zurück. Ist fast, fast. So. Ein Stückel zurück. Passt. Abliefern und ausgezeichnet. Von Fresno nach Reno geliefert. Reicht's für den Levelaufstieg? Yes! Es reicht. Und 10% höhere Vergütung. Bin dabei. Die nächste Fernfahrtenoption ist damit freigegeben. Und wir haben mittlerweile $6.833. So, dann trinke ich mal eben schnell was. Weil Durst hat man ja immer, ne? Und holen wir uns einen nächsten Auftrag. Und zwar, wir sind ja in Reno momentan. Oder? Aber von Bakersfield ein Druckbehälter nach Tonopah ist das, glaube ich. Okay, die Strecke sieht interessant aus. Komm,
wenn wir den Druckbehälter mal fahren. Ich denke mal, die nächste Stufe werden wir mal die ADR-Frachten freischalten.